Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch eine Taktik zeigen, wie ihr ganz schnell die Runden pushen und Kristalle farmen könnt. Wir werden auch den Affenbomben-Glitch dafür machen und dafür ist ganz wichtig, dass ihr euch eine Waffenklasse nimmt, mit der ihr erhöhte Beutechance für Schrott ausrüstet, so viel es geht. Zudem wäre es noch von Vorteil, wenn ihr beide die Heilaura mitnehmt und wenn ihr das dann habt, dann fangt schon direkt bei der ersten Runde an, dass der eine Kollege halt die Zombies anhittet und der andere Kumpel, der dann erhöhte Beutechance für Schrott dabei hat, den Zombie den Finisher gibt, weil so laden sich eure beide Heilauras auf und ihr kriegt beide auch Geld dafür. Euer Ziel ist es jetzt erstmal 1000 Schrott zu sammeln, bevor die Runde 7 ist, weil bis Runde 7 könnt ihr beim Affenbomben-Glitch noch reinjoinen, wir zeigen euch das jetzt gleich. Wenn ihr dann 1000 Schrott habt, dann holt euch die Affenbombe und lasst am besten den Kollegen, der die Affenbombe wirft, alle Türen aufkaufen, weil ihr werdet euer Geld noch brauchen. So, als nächstes machen wir diesen Semi-God-Mode im Liegen. Und zwar tötet ihr euch hierfür selber oder lasst euch vom Zombie töten, schießt ein Magazin leer und lasst euch dann wiederbeleben, Leute. Wenn ihr euch dann nämlich hinlegt, dann kriegt ihr keinen Schaden von den Zombies. Und was ihr jetzt macht, ihr kauft euch erstmal Juggernaut, damit ihr mehr Leben habt. Dann lasst am Ende zwei Zombies am Leben und lockt die so hinter euch, sodass sie von hinten auf euch zukommen. Dann legt euch hier hin, haltet die Taste nach vorne gedrückt und dann, wenn die Zombies euch nach vorne pushen, dann drückt die Ducken-Taste. Falls das Ganze nicht klappt, dann geht nochmal zurück und zieht die Zombies nochmal neu hinter euch, weil manchmal sind die neben euch und drücken euch zur Seite, dann klappt es nicht. So, dann drückt wieder die Taste nach vorne zum Laufen und auf Ducken und ihr landet unter der Map. Von hier aus ist es ganz wichtig, dass ihr beide Heilaura habt. Ihr könnt euch auch zu Sicherheitstims kaufen. Dann lauft hier runter, klettert hier auf diese Barriere, dann lauft hier nach vorne und sobald ihr Damage bekommt, aktiviert eure Heilaura und klettert die hoch. Geht ein bisschen zurück und nehmt Anlauf, damit ihr hochklettern könnt. Und falls ihr das zeitlich nicht schafft, kann euer Kollege auch noch seine Heilaura aktivieren und dann solltet ihr das easy schaffen. Von hier aus geht ihr runter in den Tunnel und kauft links auf. Ganz wichtig, Leute, ihr dürft rechts nicht kaufen. Und ihr dürft auch den Tunnel nicht aufkaufen. Nicht von Teichseite und auch nicht von der Absturzstelle. Also die Türen zum Tunnel müssen zubleiben. Wenn ihr dann hier unten seid, Leute, dann könnt ihr ganz normal Strom aktivieren gehen. Und ihr könnt auch Packer Punch bauen. Falls ihr euch jetzt fragt, wie euer Kollege hier hinkommt, ganz einfach. Denn nachdem ihr Strom aktiviert habt, öffnet sich hier am Spawn hier dieser Gang. Und euer Kollege kann auch hier hinkommen. So, als nächstes machen wir den Affenbomben-Glitch. Begebt euch hierfür zu dieser Tür bei der Krankenstation, dann wirft euer Kollege die Affenbombe hier oben auf die Decke, ihr pausiert während die Affenbombe noch in der Luft ist und euer Kollege verlässt das Spiel. Wie ihr seht, sind wir noch vor Runde 8 und das klappt alles. Wenn euer Kollege das Spiel verlassen hat, dann muss er instant wieder reinjoinen bei euch. Und wenn dann da oben steht, dass er in der Party beigetreten ist, dann könnt ihr das Pausenmenü wegmachen und euer Kollege ist wieder dort. Wenn wir das dann alles gemacht haben, dann gibt es nur noch einige Sachen zu beachten und die erkläre ich euch jetzt. Und zwar ist es sehr wichtig, wie ihr steht, Leute. Ihr müsst hinter dieser Tür stehen, ihr dürft da nicht reinlaufen. Also hinter der Schwelle müsst ihr stehen und zwar muss jeder im Team dahinter stehen, weil sonst klappt es nicht und die Zombies spawnen entweder hinter euch oder die kommen von vorne von der Krankenstation. Jedoch, wenn ihr mit euren Mates dann hier drinnen steht, dann spawnen die Zombies nur von hier unten. Wie ihr seht, spawnen die ganz schnell und ihr könnt hier easy auf High Rounds gehen. Ich würde euch empfehlen, Leute, nehmt euch die Giftgas-Wunderwaffe, weil damit geht es extrem schnell. Ich werde euch jetzt ein Gameplay einblenden, wie wir das immer machen. Wir nehmen die Giftgas-Wunderwaffe und schießen immer in diesen Spawn rein. Dann dauert eine Runde, maximal eine Minute, vielleicht ein paar Sekunden mehr. Worauf ihr noch achten müsst, ist, dass die Hunde, dass die auch von hinten kommen können. Und wenn ihr keine Munition habt, dann holt euch die Munition am besten hier und macht das erst am Ende der Runde, weil wenn ihr das mitten in der Runde macht, dann kommen die Zombies auch wieder von hinten. Das ist ja halb so schlimm, jedoch kommen dann auch die Megatrons. Aber wenn ihr die ganze Runde hier hinter der Schwelle bleibt und nicht nach vorne läuft, um die Sachen einzusammeln, dann kommen die Megatrons auch nicht. Die spawnen zwar, aber die sind dann auf der Karte stuckt und die kommen nicht. Jedoch, wenn ihr während der Runde Munition holen geht, auch wenn ihr das an der Missionsmaschine macht, dann spawnen auch die Megatrons. Also holt euch die Munition, wenn ihr sie überhaupt braucht, am Ende der Runde. Und begebt euch schnell wieder zu eurem Spot zurück. Übrigens gibt es eine Visitenkarte, wenn ihr 10-mal Munition für die Wunderwaffe holt, das könnt ihr dann hier auch easy machen. So, stellt euch wieder hier in die Ecke, schießt immer einen Schuss von der Giftgas-Wunderwaffe
zu diesem Spawn, damit die schnell sterben. Und sobald ihr schon einmal hier unten seid, dann könnt ihr ja wieder zu eurem Feuerring wechseln. Das macht ihr, indem ihr auch einfach auf Options geht, auf Klasse wechseln und eine Klasse auswählt, wo Feuerring ist. So, dann schießt einmal Gas nach hier und einmal könnt ihr nach hinten schießen für die Hunde und ihr könnt die Zombies nebenbei aufsaugen. Das war's dann eigentlich mit dem Glitch, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.